Lilo, ich dachte, bald ist Silvester, ne? Und alle ballern, da dachte ich, dann baller ich doch mal mit, aber nicht draußen, sondern hier. Red Eclipse, roter Eclipse, basiert auf der Cube 2 Engine. Zeigt gerade mal kurz, wie man es mal am besten so anfängt. Optionen, erstmal gehen. Grafik, ja. Da kann man nämlich einstellen, wie hoch die Details sind. Da kann man alles mal ein bisschen höher setzen, wenn einem das alles so ein bisschen zu grob ist. Mit dem Kreuzchen schließen. Display ist wichtig. Wahrscheinlich werdet ihr am Anfang direkt auf Fullscreen stellen wollen. Bei mir war es so, ich hatte sonst die Maus nicht. Gegebenenfalls das Spiel nochmal neu starten. Bildschirmauflösung habe ich gestellt auf 16 zu 9. 1920x1080 fand ich pfiffiger. Dann haben wir noch den Klang. Die Fahrstuhlmusik gefällt einem vielleicht nicht unbedingt. Ne? Falls doch, kann man sie lauter stellen oder leiser. Das ist die Hintergrundmusik. Und man hat noch die Master Volume, also insgesamt Lautstärke und so weiter. Mit dem Kreuzchen wieder zurück. So, mit dem Kreuzchen wieder 1 zurück. Dann machen wir die Offline Practice, also ohne dass wir jetzt mit irgendeinem Server verbunden sind. Wir gehen mal auf das Deathmatch. Wir könnten dann mal gehen auf ja, Bloodlust zum Beispiel und gehen auf Startgame. So. Gut, wir haben blaues Team, rotes Team, blaues Team. Sind wir rotes Team, die anderen? Rechte Maustaste und auf Submit und dann sind wir auch schon drin. Tastenbelegung A links, D rechts, W nach vorne, S nach hinten. Mit der Maus kann man natürlich auch die Richtung vorgehen. Wenn ich W drücke und die Maus bewege, geht das auch. S und die Maus bewegen ist auch gut. Mit dem Mausrollrad drehen, die Waffe wechseln. Ich mag diese kleine Pistole am liebsten. Die ist eigentlich immer verfügbar und hat nicht so eine hohe Ladezeit. Andere Waffen brauchen mal länger und das ist so im Notfall für Nahkampf ein Schwertlein. Und das ist eine Waffe, die hat zwar ziemlich viel Bums, aber der Gegner muss dafür ruhig stehen bleiben. Also wenn der Gegner mal ganz ruhig stehen bleibt, dann kann man da mal mit schießen. Gut, hier gibt es versteckte Fallen. Wenn man rückwärts geht, wird so in eine Ecke gedrängt, ja, und geht rückwärts und dann fällt man da irgendwann mal rein in so ein Loch, ne, wenn man nicht schon vorher das Glück hat, erschossen zu werden. Gut. Also, linke Maustaste ist mal wieder drin. Flammenwerfer ist da auch mit. Macht ja eine Grillparty zu Silvester. Dann kann man jemand auch mal ein bisschen mit in die Enge treiben. So, ich hatte auch noch andere Waffen, das kommt aber wahrscheinlich immer darauf an, wo man gerade ist und was man so aufgesammelt hat. Aufsammeln, in die Nähe gehen, E drücken zum Aufsammeln, Granate. Hier gibt es Sprungpots, drauf gehen, hüpft man hoch. Ebenfalls mit der Taste W noch ein Stück nach vorne gehen, damit man noch weiter kann. Es gibt auch noch Granaten, Minen, ja, die kann man irgendwo mal so dranheften. Ja, und Granaten kann man auch noch schmeißen. Gut. So, die Waffen, die gute Durchschlagskraft haben, haben eine hohe Nachladezeit. Das ist der Nachteil bei dem Ding. Einfach mal warten. Interessant sind die Spiele, die Capture the Flag heißen. Da muss man die Flagge des Gegners klauen. Oder falls man selber nicht der ist, der geklaut hat, dann seine Kollegen schützen, bis die Flagge ins eigene Lager getragen haben. Oder aber, wenn die eigene Flagge geklaut worden ist, mit Space Ring springen, dann die eigene Flagge möglichst wieder einsammeln, dem Gegner abnehmen, bevor dieser die ins eigene Lager, gegnerische Lager, holt. Hier gibt es auch noch diverse Sprungports, wo man weiß Gott wohin kommt. Ja, nicht immer dahin, wo man sich so wünscht. Schön von der Grafik her finde ich das, ne? Also man kann sich, muss sich auch noch ein bisschen nach oben orientieren, ja, was da so alles so los ist. Hier rauszukommen ist dann nicht immer ganz einfach.
Taste W nach vorne und Space an der Kante und dann ist man da drüben. E, eine Mine. Platzieren, die Minen kann man auch in die Luft sprengen, wenn man da drauf schießt oder so. Ganz nett. So, wollen wir gucken, ob wir den einen oder anderen Gegner noch erwischen. Wie gesagt, es schadet nichts, wenn man sich dabei bewegt. Ich glaube, man kann auch bei diesem Spiel die Wände hochgehen. Ja, also wer das schon länger spielt, wird es wissen. Ich glaube, das ist die Taste Q. Jetzt haben wir einen Säbel dabei, das ist auch schön. Space. E, Mine nehmen, Mine platzieren. Flammenwerfer eine Mine angrillen ist auch doof, ne? Heute ist angrillen. Aha, geht, ja. So kann man zum Beispiel mal ein bisschen den Gegner erwischen. Kann ich zwei Minen nehmen, ja. Zwei Stück, sieht aus wie Tennisbälle. So sind sie ziemlich explosiv, die Tennisbälle. Was haben wir hier? Ah, da hat einer geschossen, aber von wo? Wo kam der her? Die, ah, da oben hängt eine Flagge. Aber nicht, das ist nicht Capture Flag, das ist eine andere Flagge. Nett. Irgendwo. Wo ist denn der? Einer schießt auf mich. Ach, da von da unten. Da werfen doch mal unsere Granaten grob die Richtung. Grillen. Eigene Leute gewöhnen sollte man natürlich nicht. Ja, was ich aber regelmäßig tue, weil das Spiel ist nicht so hektisch. Gut, da hat das Grillen funktioniert anscheinend. Also hier um den Punkt streiten sich einmal alle wie verrückt, ich weiß aber gar nicht warum. Lege ich erstmal hin. Dann legst du ihn nieder. Ich hoffe hier mit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss. Das ist doch nett. Das ist doch ein verrücktes Spiel.